Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich beschreibe, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie, in westlichen Horoskopen. Liebe Nerilia, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeutet die einzelnen Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war dein Geburtsmoment. Und das bedeutet, das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Du bist ein Kind davon. Und dieser Tierkreiszeichen Skorpion begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende, verleiht dir eine Art Kostüm, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Und so bist du auch wahrgenommen. Das heißt, du hast Skorpion Aszendent. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Du bist gefühlsvoll, du nimmst vieles in dein Leben mit Gefühlen intuitiv wahr. Über diese Tierkreiszeichen herrscht Mars und Pluto. Beide bedeutet Kraft. Mars ist die Kraft, wie du dich durchsetzt im Leben, und Pluto ist die innere Kraft, die Überzeugungskraft, die Überlebensinstinkt. Aber auch Sexualität, und das heißt, du hast schon eine mystische und erotische Ausstrahlung und so bist du auch wahrgenommen. Aber achte auf deinen Gefühlen, und die Skorpion zeigt das auch. Das ist Transformation, das ist Kundalini-Energie. Und Kundalini-Energie ist eine Schlangenenergie. Und davon gibt es zwei. Die eine Energie, Schlangenenergie, zieht alles nach unten und blockiert, hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Es sind Ängste oder Unsicherheit oder Zweifel oder Wut, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen. Und diesen Gefühlen gehören zu negativen Gefühlen und blockieren uns. Und hier in Skorpion zeigt sich der Erneuerungsprozess und das brauchst du immer wieder. Diese Erneuerungsprozesse, auf deinen Gefühlen zu achten und von diesen negativen Gefühlen verabschieden und übergehen auf die positiven Gefühle. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut und Kraft, Liebe, Fürsorglichkeit, all das ist göttlich. Und wenn du diese schöpferische Energie bist, in diesen Gefühlen und bist von dir selbst überzeugt und übernimmst die Macht über dein eigenes Leben, über deine Gedanken, aber auch über deine Gefühle, dann hast du diese innere Kraft und damit kannst du dich behaupten,
im Leben, gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, und das bedeutet, wir sollen alles in Besitz nehmen, was für uns wertvoll ist. Und das sind nicht nur die Finanzen, sondern das ist auch die geistige Reichtum oder wertvolle Freundschaften oder die Liebe ist auch wertvoll. Und darum sollen wir hier kümmern. Aber nicht nur dieser Besitz wichtig, sondern unserem eigenen Wert bewusst zu sein, unserem Selbstwertgefühl stärken und auch diese Wertschätzung verlangen von anderen. Und in diesem Bereich ist nicht nur die Wertschätzung und Selbstwertgefühl, sondern auch die Finanzen. Und energetisch hängt es zusammen, wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld. Wenn jemand sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und hier in diesem Lebensbereich hast du die Schütze. Die Schütze ist Feuerelement und es ist schon deine Begeisterung und vielen Dinge, was für dich wertvoll ist. Schütze neigt dazu, alles in die Weite suchen oder manchmal hat das Gefühl, oh, da muss noch was Besseres auch noch da sein. Könnte man sagen, es ist diese ewige Suche und die Schützen brauchen die Orientierung und genau das zeigt hier dieser Pfeil, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße und spirituell bedeutet das in unseren Wünschen. Und wenn diese Begeisterung und dieser Wunsch im Einklang ist, da haben wir schon die Orientierung. Und das sind bei dir Dinge, was für dich wertvoll ist. Und wenn du in diesem Weg dich begibst und mit voller Begeisterung, mit diesem Feuerelement und gibst du das nicht auf, dann nimmst du diese Dinge auch in Besitz. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit, die Austausch von Wissen und Informationen. Und hier stellt sich die Frage, wie hast du das erlebt? Außerdem, wie war der Kontakt zu anderen Kindern, Geschwistern oder anderen Kindern in die Schule? Hast du Anerkennung bekommen oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und es zieht sich wie rote Faden durch unserem Leben. Und wenn wir das damals nicht gelernt haben, dann lernen wir in Schule des Lebens und haben wir diese Prüfungen zum Bestehen. Bei uns behaupten gegen Konkurrenten und Rivalen. Außerdem, hier sind die Informationen, Austausch von Informationen, Schulungen, Bildung, Medien und auch die Verbindung zu unserem Verwandten. Hier hast du Steinbock. Steinbock ist streng. Und so hast du das auch erlebt in die Schulzeit. Das war hart und sehr streng und du hast auch Pflichten gehabt. Ich würde sagen, damals hast du gar keine Lust gehabt, diese Pflichten zu erfüllen. Du wolltest lieber spielen oder was das tun, was dir Spaß macht. Aber es waren auch Einschränkungen da. So wirkt Steinbock in früheren Jahren. Aber das stärkt jemand, dich auch, das stärkt dich wirklich, weil du hast damals dich behaupten müssen. Und im Erwachsenenalter ist das ein Vorteil, weil du hast klare Ziele, du hast diese Ausdauer und du kannst dich behaupten und du gibst das auch nicht auf. Weil du kennst die Härte des Lebens schon und das stärkt dich. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die Runde Format betrachte.
Und ich vergleiche das immer mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Und wir brauchen das auch in unserem Leben, weil das ist die Basis, das ist die Fundament. Hier sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, unsere Traditionen, unsere Herkunft und unserem Zuhause und alles, was mit Immobilien und Inneneinrichtung zusammenhängt. Hier hast du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement, also du brauchst in deiner wohnlichen Situation viel Luft, Räumlichkeiten. Wenn das zu eng ist, dann fühlst du dich gar nicht wohl. Wassermann liebt das Moderne, auch bei Einrichtung. Wassermann zeigt noch etwas einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. So ist deine Wohnsituation oder bekommst du eine Wohnung oder Haus. Auch die Verträge und in einzigartige, außergewöhnliche Art und Weise. Aber die ganze Einrichtung zeigt sich nach diesem Geschmack. Und das ist außerdem dein Basis, dein Fundament, dich so zu fühlen, dass du einzigartig bist, dass du außergewöhnlich bist. Fünfter Lebensbereich gehört zu Kindern und zeigt unserem Kinder, unserem Enkelkinder, aber nicht nur das, sondern die Erinnerungen an unserem eigenen Kindheit. Die schönen Bilder, die schönen Erinnerungen sollen wir behüten und bewahren. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, brauchen wir nicht, weil das ist Vergangenheit und die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es sind nur Gedanken, aber mit Gefühlen vermischt. Das heißt, nicht aufhalten bei Tränen, sondern einfach loslassen und umdenken an etwas, was uns begeistert. Die Kinder zeigen uns die Leichtigkeit, das Spielerische und das brauchen wir in unserem Leben. Und das schenkt uns Lebensfreude. Und das kann man so vorstellen, das ganze Leben wie ein Theater. Und das gestalten wir selber. Wir wählen auch die Schauspieler aus, die Kostüme, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Wir sind das Zentrum in unserem Leben und das sollen wir schöpferisch gestalten, weil das schenkt uns Lebensfreude. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und hier kannst du etwas lernen. So wie die Kinder lernen auch etwas und es wirklich spielerisch betrachten, weil das ist deine Kreativität. In diesem Sternbild sind es zwei Fischen und sie schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert Gefühle. Das heißt, diese beiden Fischen schwimmen im Ozean die Gefühle. Aber sie schwimmen in andere Richtung. Die eine Fisch hat ständig Angst und zweifelt an allem und zweifelt an sich selbst. Und dann hat selbst Mitleid und alle leiden mit. Und ich würde behaupten, viele genießen das auch, weil dann bekommen sie Streicheleinheiten, bekommen ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber eins merken sie nicht, die Angst blockiert und geht nichts voran. Und dann kommen Gefühle dazu, die Angst wird größer und das blockiert alles. Und das führt zu Enttäuschungen, führt sogar zu Depressionen. Manche suchen einen Ausweg und landen in Alkohol oder Drogen, gehört auch zu diesem Bereich, weil sie haben keinen Ausweg mehr. Und hier lernen wir etwas, diese eine Fisch verlassen und sagen, ah, da ist noch mal eine andere Richtung. Da ist doch zwei Fische. Ah ja, dieser zweite Fisch schwimmt auch im Wasser und vertraut das, weil ein Fisch kann doch schwimmen.
Also wenn ein Fisch mit dem Wasser nicht vertraut ist, dann weiß sie auch nicht. Und dieses Urvertrauen, das die Wasser trägt, ohne große Bemühung, da liegt das ganze Geheimnis. Weil da ist das Vertrauen und das Loslassen und sie wissen das auch intuitiv, wissen das, die schwimmen all das, was sie vorstellen. Die schwimmen auch am Geld, weil hier ist auch die Reichtum verborgen. Statistisch gesehen sind die meisten Bankier in Tierkreiszeichen Fischen geboren und sie haben eine Vorstellung über Reichtum und sie glauben das und sie schwimmen im Geld, weil sie wissen, das Geld schwimmt alles auf die zu, aber es ist nicht nur mit Geld so, sondern alles, was wir vorstellen. Die Berufung zum Leben oder Freundschaften oder Glück in die Liebe, Partnerschaft. Hier lernen wir eine Vorstellung zum Haben, von dem idealen Zustand, ein Traum. Und das Glauben und immer wieder diese Bilder pflegen. Und das heißt nicht, dass wir flüchten von Realität, sondern wir leben die Realität, aber wir dürfen das erlauben, Träume zu haben. Und wenn wir daran glauben und das vorstellen können, dann haben wir hier die Werkzeuge dazu, weil genau das passiert auch. Und dieser Wunder zeigt sich hier in Fischen. Außerdem hier herrscht Jupiter, aber auch Neptun. Und Neptun ist der Planet der Künstler. Also das ist schon die künstlerische Begabung. Und hier liegt die schöpferische Energie. Die sechste Lebensbereich gehört zum Alltag. Die Alltag zu bewältigen, Pflichten nachzugehen, arbeiten und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du wieder. Wieder gehört auch zum Feuerelement und das ist die Begeisterung. Du kannst den Alltag bewältigen, wenn dich das begeistert, was du machst. Und dann setzt du vieles in Bewegung und ermutigst auch anderen. Wieder ist schnell von etwas Neues begeistert und das kann ein Hinweis sein, dass öfters mal Veränderung kommt bei der Arbeit. Du magst nicht, wenn das zu langweilig ist. Hier in Tierkreiszeichen wieder ist die goldenen Felder wieder verborgen, versteckt in ein Zauberwald. Dazu gibt es auch Geschichten, mythologischen Geschichten. So viel ist hier wichtig zum Erkennen, unserem Ausstrahlung, unserem Energiefeld, weil genau das symbolisiert die goldenen Felder wieder, besonders bei Neuanfang. Und das heißt, achte auf deine Gedanken und auf deine Gefühle, weil das beeinflusst dein Energiefeld. Und dieser Energiefeld umhüllt uns, dich auch. Und das hat eine Funktion, das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein kosmisches Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht Gleiche an. Also es lohnt sich, mit diesem Energiefeld zu beschäftigen. Also immer positiv denken, angstfrei leben. Automatisch verbessert sich die Energiefeld, verbessert sich die Anziehungskraft. Und hilft, den Alltag zu bewältigen, hilft bei der Arbeit. Wenn du betrachtest dein Aszendent Skorpion und das heißt, in dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Skorpion in Osthorizont wie ein Sonnenaufgang aufgestiegen. Im selben Moment ist in Westhorizont die Stier nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber bei dem ersten Atemzug befinden sich hier exakt gegenüber. Und in dem Moment schaust du in diesen Spiegel. Und in diesem Spiegel erblickst du deinen Seelenpartner.
Und das ist hier Stier. Und Stier öffnet den Tor zum Partnerschaft. Und das heißt, wenn du das Leben genießen kannst und du hast die absolute Ruhe und stehst zu deinen Werten und die Beziehung ist für dich auch wichtig und nimmst du das im Besitz, weil für dich das wertvoll ist, dann öffnest du den Tor zum Partnerschaft. Stier bedeutet auch, eine schöne Partnerschaft zu leben. Und das verläuft auch ruhig. Manchmal vielleicht langweilig kann sein, aber es ist wichtig, dass ihr beide die Partnerschaft auch genießt. Die Genuss ist hier wichtig. Und die Ruhe, die absolute Ruhe. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Wir sollen das Thema Tod auch beschäftigen, weil das gehört auch zu unserem Leben. Natürlich bedeutet das auch Todesfälle oder erbschaftlichen Situationen. Aber das hat mehr eine symbolische Bedeutung, dass viele Dinge in unserem Leben absterben muss und wir sollen uns von vielen befreien, damit wir zum Leichtigkeit kommen. Und du brauchst hier die Leichtigkeit, weil hier hast du die Zwillinge und die gehören zum Luftelement. Also die absolute Leichtigkeit. Und wie hängt das alles zusammen? Stell dir vor, du bist geboren. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern du hast Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Also du hast symbolisch diesen Rucksack dabei. Und es ist alles drin, was du schon erlebt hast. Es sind viele Schätze auch drin, schöne Erinnerungen, Talente oder Fähigkeiten. Und dann machst du deinen Lebensweg und füllt sich dieser Rucksack, kommen neue Begegnungen, neue Lebenserfahrungen, dann auch anderen Gefühlen. Und wenn das ein schwerer Lebensweg ist, weil dieser Rucksack dich bedrückt, weil alles zu schwer ist. Dann zeigt hier die achten Lebensbereich Stopp. Mach mal Pause. Mal für eine Wochenende. Nichts tun ist manchmal viel getan. Und überlege, was hast du in diesem Rucksack drin? Kannst auch aufschreiben. Überlegen. Welche Gedankenmuster stärken mich? Alles aufschreiben. Welche Gedankenmuster schwächen mich? Wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient. Verabschieden von diesem Gedanken. Man braucht Affirmationen, die uns stärken. Dann überlegen, welche Gewohnheiten möchtest du weiterleben oder weitermachen, weil das gibt dir Lebensfreude, weil dich das befreit, weil du da glücklich bist. Das bewahren und behüten, dafür auch Zeit nehmen. Und welche Gewohnheiten stören dich, wo du sagst, oh, das wollte ich eigentlich schon längst aufhören, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Muss nicht sofort das tun, aber mindestens mal brauchen wir einen Plan. Dann weißt du, aha, davon wollte ich immer verabschieden, also aufschreiben. Welche Kontakte möchtest du weiterhin pflegen? Freundschaften oder Bekanntschaften oder Verbindungen zum Familienmitgliedern? Weil das sind schöne und angenehme Kontakte. Und dann gibt es wieder Menschen, wo wir das nicht trauen, Nein zu sagen, weil wir möchten uns beliebt zu machen oder wir wollen andere nicht verletzen. Und dann rutschen wir auf eine Opferrolle. Und wenn du diese Kontakte aufschreibst, dann brauchst du den Mut, dazu auch mal Nein zu sagen und sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ohne Erklärung. Dann überleg mal, welche Gegenstände hast du in dein Haus oder deine Wohnung,
wovon du schon längst verabschieden wolltest, aber du schaffst es nicht, oder Kleidungsstücke. Ich bin in die Meinung, es sind Kleider und die Kleider, was wir in den letzten 2 Jahren nicht angezogen haben, das werden wir in den kommenden 20 Jahren auch nicht anziehen. Also warum fällt es so schwer, von diesem Kleider zu verabschieden? Das nimmt auch Platz. Also das auch überlegen, welche Gegenstände möchtest du verabschieden. Und dann kommen die Gefühle. Es sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Von diesen Gefühlen sofort verabschieden, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Dann ist mal dann aufgeräumt. Wenn wir diesen Plan haben, dann haben wir die Orientierung. Das muss nicht sofort umsetzen, aber dann haben wir Klarheit. Und es lohnt sich, da auch mal Zeit zu nehmen. Und das passiert hier im 8. Lebensbereich. Und du brauchst es, weil hier ist Luftelement, du brauchst Raum, du brauchst Atem, du brauchst diese Leichtigkeit, Luft zum Atmen, sonst bedrückt dich das alles und das erschwert die Atem. Die Zwillinge erzählen auch eine Geschichte, wo hilft dir, diese Transformation zu machen, weil hier im 8. Lebensbereich sind die Erneuerungsprozesse. Dazu erzähle ich die Geschichte. Es gab eine Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte und verführte auch Leda. Und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde sie auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn vom König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, dass Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und hat gesagt, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und das zeigt uns etwas Wichtiges. Wir Menschen haben eine Seele. Nicht nur wir Menschen, auch die Pflanzen und die Tiere auch. Aber wir haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und mit vollen Erinnerungen und Gefühlen kehrt zum Gott zurück. Weil das ist göttlich. Das heißt, unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und wenn die Seele zurückkehrt zu unserem Schöpfer, dann kann ich das sinngemäß so beschreiben, wenn Gott fragt, ja erzähle, wie war es das auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film. Und die Seele schaut das an. Und kann ich wieder nur sinngemäß beschreiben, wie ich das vorstelle, dass Gott fragt dann Ende dieses Filmes, ja, jetzt hast du alles angeschaut, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ah ja, mir geht's gut, ich habe so ein schönes Leben gehabt, ihr habt da jede Minute genossen auf die Erde, dann sagt Gott, wundervoll, dann hast du dich befreit von Karma. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, wie
Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Die Seele muss das ausgleichen. Aber mir geht es darum, dass diese Seelenreise ich beschreiben kann. Aber wenn die Seele dann sagt, ich habe mein Leben nochmal wie ein Film angeschaut und jetzt nachhinein stelle ich mir fest, ich habe gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, ich kann das nochmal sinngemäß vorstellen, ja, wenn du meinst, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele macht eine Seelenreise und die Seele ist in diesem Rad drin. Das wiederkehrt sich immer wieder, das dreht sich. Und das nennt man Schicksalsrad. Und die Seele fängt alles neu an und wählt einen Schicksalsweg aus. Das, was die Seele braucht. Das ist nicht immer der einfachste Weg, aber die Seele braucht es zum Befreiung. Und das spiegelt ein Geburtshoroskop, das ist dieser Seelenplan. Das Göttliche, dieser seelische Bereich, ist Pollux. Und dieser Weg, das Menschliche, wo ein Anfang und ein Ende hat, Anfang ist unsere Geburt, Ende ist unserem Tod, das ist das Menschliche, das symbolisiert Castor. Aber die beiden sind miteinander immer verbunden. Und das erzählen diese Geschichte erzählt die Zwillinge. Und wenn uns das bewusst ist, da haben wir ein höheres Bewusstsein, da kommen wir mehr zu dieser Leichtigkeit, das Spielerische, und das zeigen die Zwillinge aber auch. Und das ist diese ganze Transformation raus aus der Schwere von bedrückten Situationen oder Kontakte oder Gewohnheiten oder Gefühlen wie Angst und übergehen auf diese Leichtigkeit. Die neunte Lebensbereich hat mit Reisen was zu tun, Ausland, Auslandskontakte, aber auch Bildung, höheren Bildung und auch innere Reise, religiösen Themen und Spiritualität. Und hier hast du Krebs. Bei Krebs ist die Suche nach ein Zuhause. Und es kann gut sein, dass du dein Zuhause im Ausland findest. Krebs ist aber auch ein inneren Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Wir brauchen diesen inneren Tempel, weil da wohnt unsere Seele. Und das finden wir bei Meditation, wo wir zum Ruhe kommen. Die zehnte Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, das höchste, was man überhaupt erreichen kann. Und das sind unsere Ziele oder unsere Wünsche, aber auch unsere Berufung. Im zehnten Lebensbereich ist auch die Öffentlichkeit und hier hast du Löwe. Und Löwe steht im Mittelpunkt im Leben und das ist auch kein Wunder. Hier herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so sind die Löwen die Zentrum ihren Selbst. Und das ist ihren Selbstdarstellung und ihren Bewusstsein. Und ein Löwe braucht Publikum. Die Löwe liebt die Öffentlichkeit. Und das möchtest du auch lieben. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Und hier im 11. Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel eine Partei oder ein Verein oder eine Gruppe zum Gründen. Hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist sehr bescheiden und auch kritisch. Und das bist du auch Freunden, neue Kontakten gegenüber.
Und das möchtest du auch, dass das Ordnung herrscht. Du trennst Spreu von Weizen. Und das kann die Jungfrau ganz gut. Die Jungfrau ist sehr klug. Jetzt sind wir im 12. Lebensbereich. Und da sind die Geheimnisse des Lebens, die tiefe Geheimnisse des Lebens, alles, was im Geheimen ist, auch die geheimen Feinde und auch karmischen Themen. Hier hast du Waage. Waage liebt das Schöne und das Gerechte, auch die Gerechtigkeit. Und Waage zeigt die inneren Gleichgewicht und das brauchst du. Und damit du im inneren Gleichgewicht bleiben kannst, brauchst immer wieder Rückzug. Waage symbolisiert auch Partnerschaft und hier sind wir im karmischen Bereich und das zeigt sich in dieser Richtung, dass du eine karmische Begegnung hast. Sonne befindet sich in Skorpion. Du bist in Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Das ist genau so, wie ich das bei Aszendent auch beschrieben habe. Mond befindet sich im Stier. Sonne und Mond sind gegenüber. Und das heißt, du bist in Vollmond geboren. In indischen Astrologie wird gesagt, die vollmondgeborenen Menschen haben Glück, weil ihren Lebensweg wird beleuchtet. Gibt die Klarheit, macht alles sichtbar und nimm das mal so in Kenntnis. Aber die beiden Sonne und Mond liegen gegenüber wie eine Waageschale. Und das brauchst du im Leben, immer dieser inneren Gleichgewicht und auch die Gerechtigkeit. Mars hast du auch in Skorpion. Mars beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten. Mars ist die Bewegung und steht mit Sport auch in Verbindung. Das kann ein Hinweis sein, dass du sportlich bist. Oder du hast immer diese Kraft, einiges in Bewegung setzen in dein Leben. Mars fühlt sich hier sehr wohl, weil Mars ist die Herrscherplanet über Skorpion. Pluto auch, aber Mars auch. Und hier kann die Mars-Energie voll sich entfalten. Weil ist zu Hause. Mars ist hier zu Hause. Und das ist deine Kraft. Und mit dieser Kraft kannst du dich ganz gut behaupten im Leben. Merkur steht in Verbindung zum Kindheit und Jugendliche. Also symbolisiert diese Alter. Oft zeigt auch eine jugendlichen Aussehen oder Ausstrahlung. Merkur steht auch in Verbindung zum Handeln, also auch der Planet der Kaufleute und zeigt auch das praktische Wissen, Handlungen und Kommunikation. Merkur hast du im Waage. Waage liebt das Schöne und Harmonische. Und diese schöne Sprache hast du. Aber das liegt alles im Verborgenen. Es wartet drauf, geboren zu werden. Es kann auch dein Talent sein. Merkur ist auch das Wissen. Und hier sind die Geheimnisse des Lebens. Eine tiefe Wissen. Ich erkläre sofort, was bedeutet, wenn hier Planeten sind im 12. Lebensbereich. Ich warte noch, weil du hast noch Venus und Neptun auch hier und dann erkläre ich, was das genau bedeutet. Jupiter hast du im Steinbock. Jupiter begünstigt etwas, bringt Glück in Leben. Jupiter
ist die höhere Oktave von Merkur und hat auch mit Wissen was zu tun. Merkur ist das praktische Wissen und Jupiter ist eine höhere Bildung oder Weisheit. Das ist Jupiter-Energie. Jupiter vermehrt etwas und das ist das Wissen, auch die Informationen. Die Steinbock bremst aber das ein bisschen und grenzt ein, dass du das nicht übertreibst oder dass du dieses Weisheit, dieses Wissen oder diese Menge von Informationen, aber auch Kontakte, dass du das ein bisschen reduzieren kannst und auf dem Wesentlichen konzentrierst. Diesbezüglich kann dir Steinbock sehr gut helfen. Der dritte Lebensbereich ist auch die Erinnerungen an die Schulzeit. Und ich würde das so beschreiben, dass diese Jupiter-Energie war auch da, ganz klar, und das zeigt deine Weisheit oder dein Wissen von früheren Leben, ein weise Kind. Und es wurde nicht richtig erkannt oder wurde das übersehen. Und das war für dich mit diesem Steinbock-Energie damals hart oder du hast es als Einschränkung erlebt. Das kann sogar dazu führen, dass du wusstest die Antwort oder warst du weise oder hast du tolle Ideen gehabt und du hast es gar nicht zugetraut zum Sagen aus Angst, dass du wieder eins auf die Decke kriegst. Weil das anderes war. Das war viel tiefgründiger, viel erwachsener als die anderen Kinder. Und das ist dann die Neigung dazu, dass du das zurückziehst und dass du das für dich behältst. Und das erklärt auch, warum Merkur hier im Verborgenen liegt. Weil das ist auch Wissen und zeigt die Kindheit und Jugend, auch die Schulzeit. Venus ist auch im Waage hier. Venus fühlt sich auch wohl in Waage, weil Venus herrscht über die Waage, also ist auch zu Hause. Das bedeutet, die beiden Liebesplaneten, Mars und Venus, das männliche und weibliche, hast du sehr stark im Horoskop. Mars ist zu Hause, Venus ist zu Hause. Und das wirkt, weil da kann sich richtig diese Energie gut entfalten, weil für die ist das sehr vertraut. Aber Waage ist im 12. Lebensbereich, im Verborgenen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet die Karma und belehrt uns. Und Saturn hast du hier im Steinbock. Also hier hast du karmischen Themen. Und ich würde das so behaupten, ich behaupte das mal einfach, dass du sehr weise bist. Und du warst im früheren Leben eine sehr weise Frau. Und du hast dieses Wissen intuitiv. Und in Schulzeit, die anderen Kinder waren nicht so weit. Die waren einfach nicht so weit. Und die Lernaufgabe ist, dich damit zu behaupten. Du musst es nicht verstecken, sondern mutig zu sein und zu deinem Wissen, und das ist intuitives Wissen, dazu stehen. Und Saturn belehrt, das heißt, du kannst auch andere Menschen Schulungen anbieten, andere Menschen belehren. Immerhin, der dritte Lebensbereich ist ein Austausch, Wissen vermitteln, Schulungen anbieten oder Wissen aneignen. Aber in jungen Jahren, das erlebt man natürlich eher einschränkend. Saturn fühlt sich hier auch sehr wohl, weil Saturn ist die Herrscherplanet über Steinbock. Das heißt, Saturn ist hier zu Hause.
Mars ist hier zu Hause, Venus ist hier zu Hause und Saturn ist hier zu Hause. Und das ist sehr stark. Und Mond ist im Stier erhöht. Also Mond fühlt sich im Stier auch sehr wohl. Also die Planeten positionieren sich sehr gut im Horoskop. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und das hast du im Widder. Nein, Löwe. Löwe, genau. Löwe, Uranus im Löwe. Aber Feuerelement. So wie Widder auch. Das heißt, im höchsten Punkt des Horoskopes ist Uranus. Und Uranus zeigt sich einzigartig und außergewöhnlich. Wenn du dieses Gefühl hast, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist und so fühlst auch, und hast du dieses Selbstbewusstsein und das zeigst nach außen in die Öffentlichkeit, dann bist du auch so wahrgenommen und begegnest du mit ungewöhnlichen Menschen oder hast außergewöhnlichen Lebensbegegnungen auch, aber Lebensumständen. Neptun lässt die Träume leben und Neptun heißt auch hier im Waage. Neptun fühlt sich hier sehr wohl, weil Neptun ist der Planet der Künstler, das ist Inspiration und Intuition und die Waage liebt auch das Schöne, das Kreative und das lässt sich sehr schön entfalten. Und hier hast du karmischen Erinnerungen. Die 12. Lebensbereich hat auch mit Karma was zu tun. Pluto ist auch im Löwe und Pluto hat ein Motto. Alles oder nichts. Und so ist mit deinen Zielen entweder das, was ich als Ziel setze, alles andere interessiert mich nicht. Alles oder nichts. Konzentriert auf dem Ziel bleiben. Oder bei dem beruflichen Weg, wenn du eine Vorstellung hast, was willst du beruflich erreichen, dann konzentriere auf die Wesentlichen. Das ist Pluto-Energie. Entweder das oder gar nichts. Also keine Kompromisse schließen. Das ist so typisch Pluto. Jetzt erkläre ich, was bedeutet Merkur, Venus, Neptun im Waage im 12. Lebensbereich. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang, auch Sonne und Mars auch. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Kurz davor, etwa halbe Stunde vorher, war das noch die Waage mit Merkur, Venus und Neptun. Diese Planeten stehen ganz nah zu deinem Geburtsmoment und haben einen sehr großen Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil sie waren in deiner Nähe von deiner Geburt. Aber in dem Moment, wo die Licht erblickt haben, weil sie stiegen in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang, in diesem Moment warst du noch in Mutterleib. Weil in diesem Moment bist du noch gar nicht geboren. Es hat etwa eine halbe Stunde gedauert und dann bist du geboren. Und diese Planeten, Merkur, Venus, Neptun, kennt die Geheimnisse des Lebens, kennt die verborgenen Dinge im Leben. Du hast diese Wissen, auch diese karmischen Erinnerungen, das ist auch Intuition. Also du hast hier großartige Talente und Fähigkeiten, aber diese Planeten, ich wiederhole, Merkur, Venus, Neptun, fühlt sich ein bisschen in die Schattenseite. Sie fühlen sich noch nicht geboren zu werden, weil die fühlen sich wie, das fühlt sich so an, wenn das immer noch im Mutterleib wäre.
und warten darauf, befreit zu sein. Und das ist die Merkur-Energie. Und das heißt, dein Wissen zu vermitteln oder das Sagen, was du sagen willst. Bei Waage ist es nicht einfach, weil Waage achtet darauf, andere ja nicht zu verletzen. Dann sagst du lieber gar nichts. Waage möchte sich auch beliebt machen. Natürlich ist Waage sehr diplomatisch, das ist aber ein ganz großer Vorteil auch. Kann auch bedeuten, und das sagt mein Gefühl, dass du großes Wissen hast und spielst mit den Gedanken, das zu vermitteln. Entweder durch Seminare oder Schulungen oder ein Buch zum Veröffentlichen. Und irgendwas bremst dich dabei, dass du das nicht veröffentlichen möchtest, weil du das nicht zutraust. Und somit ist das alles hier im Verborgenen. Venus ist die Kreativität. Neptun ist der Planet der Kunst. Merkur ist das Schreiben. Waage ist auch Kunst und Kreativität. Eine geballte Energie hier, was dein Wissen und deine Kreativität zeigt. Und das alles im Verborgenen. Wobei, wie ich schon sagte, das ist ein Vorteil, weil das ist ein tiefes Wissen oder karmischen Erinnerungen, dass du schon das erlebt hast von in früheren Leben und du hast dieses Talent mitgebracht in diesem Leben. Rahu und Ketu, beide sind die karmischen Knoten. Beide zusammen bilden sich eine Drache. Eine Drache symbolisiert die Angst und die Geschichte, und es kommt immer wieder in Mythologie vor, Drachentöter. Die Drachentöter symbolisiert die Angst überwinden. Astrologisch haben wir auch diese Drache, aber diese Drache ist getrennt. Davon gibt es zwei Teile. Einmal die absteigende Mondknoten, und das ist die Drachenkörper. Und diesem Weg sind wir schon gegangen, das kennen wir schon. Das hast du hier im Steinbock. Diese Weisheit in dir kennst du schon. Weil in diesem Weg bist du schon gegangen. Das ist Schulungen, das ist Wissen. Das ist Wissen. Und das kennst du. Kann es sein, dass im früheren Leben waren da Einschränkungen? Du da dürftest es nicht veröffentlichen oder sagen oder zeigen. Also diesen Weg bist du schon gegangen. Das kennst du. Diese Drache hat auch einen Kopf. Und dieser Kopf wurde abgeschnitten. Und die Seele sucht das, weil die Seele kennt das noch nicht. Die Seele fragt dann, wo ist der Kopf der Drache? Es ist versteckt. Und im Horoskop zeigt sich das. Und das kann ich auch zeigen. Und das ist Rahu, die aufsteigende Mondknoten. Das hast du im Krebs. Und das ist ein karmischer Weg, was dich befreit. Und das ist Richtung entweder Ausland, dass du deine neue Heimat findest oder ein Zuhause findest oder Familie gründest und stehst in Verbindung zum Ausland, oder eine höhere Bildung, entweder weil du das lernst oder das Wissen vermittelst und bist in diesem spirituellen Weg. Unser Planet Erde bewegte sich im Stier. Und hier manifestiert sich etwas, und das ist die liebe Partnerschaft. Und gibt dir auch einen sicheren Boden unter deinen Füßen. Es gibt einen Kleinplanet. Dieser Kleinplanet heißt Chiron oder Chiron.
mit diesem kleinen Planet wird im indischen Astrologie nicht gearbeitet, aber das habe ich in westlichen Astrologie gelernt und ich finde das auch wichtig. Und aus diesem Grund habe ich das jetzt auch dazu genommen, weil Chiron zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Und das befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das ist deine Herkunft oder dein Zuhause. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Saturn ist nichts anderes als Kronos, der Gott der Zeit, der auch das Schicksal und auch die Karma hütet. Dieser Kronos ist einmal fremd gegangen mit einer Nymphe. Nymphe bedeutet so junge, unschuldige, junges Mädchen. Also Saturn hat diese junges Mädchen verführt und sie wurde schwanger. Saturn war aber verheiratet mit Rhea und Rhea hat die beiden entdeckt und Saturn vertrieben. Und dieses junges Mädchen blieb alleine und sie war schwanger. Und dann wurde Chiron oder Chiron geboren. Und die Mutter stellte fest, das ist halb Mensch und halb Pferd. Und sie fand ihn hässlich. Und in dem Moment hat sich verwandelt in einen Lindebaum. Sie wollte gar nicht um das Baby kümmern. Und sie und er als Neugeborene war ganz alleine. Bis dann Apollo kam, der Sonnengott, und er hat zu sich genommen und hat eine großartige Erziehung gesorgt. Er wurde weise, Ratgeber für Götter und Helden. Jeder hat ihn befragt wegen einem wichtigen Rat. Chiron war auch der große Heiler, aber auch Künstler. Besonders Musik liebte er. Also hat er eine großartige Erziehung bekommen. Er war was Besonderes. Er war aber ein Kentaur, aber war anderes wie alle anderen Kentauren durch diese hervorragende Erziehung und Wissen auch. Und dann gab ein Kampf und wurde aus Versehen mit einem giftigen Pfeil getroffen, wurde sein Fuß verletzt und er hatte körperliche Schmerz gehabt. Er war aber unsterblich, weil sein Vater war Saturn, also göttlich, und hat diese Göttlichkeit, diese Unsterblichkeit geerbt. Aber er hat so viel Schmerz gehabt, seelischer Schmerz, auch körperlicher Schmerz. Er war der große Heiler, aber sich selbst konnte nicht heilen. Und er ging zum Zeus und hat gesagt, ich bin unsterblich, aber ich habe so viel Schmerz, körperlich auch, seelisch. Ich bitte dich um die Sterblichkeit. Und Zeus hat gesagt, ja, dann verschenk deine Unsterblichkeit weiter. Und er hat seine Unsterblichkeit an Prometheus weitergegeben. Und Zeus hat aus Dankbarkeit ihn unsterblich gemacht. Und Zeus hat ihn im Himmel gesetzt, im Schütze. Dieser Kentaur ist hier im Schütze und zeigt uns den Weg, einen Ausweg, eine Orientierung. Und das ist auch gleichzeitig die Heilung, weil dann sind wir in diesem Lebensweg, was wir wünschen, was uns begeistert. Ich habe hier gesagt, die Schütze zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und spirituell heißt es, das sind unsere Wünsche.
Und dieser kleine Planet zeigt, wo im Horoskop, wo uns weh tut, wo wir Heilung brauchen oder haben wir Heilenergie. Und hier im vierten Lebensbereich kann das bedeuten, deine Herkunft oder die Traditionen oder deine Wohnsituation oder die Luft. Es fehlt einfach die Luft zum Atmen. Und Zwillinge zeigt auch die Transformation. Und das bedeutet immer zum Leichtigkeit kommen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt auch eine Geschichte. Der Mond oder Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini ist unschuldig, Rohini ist schön und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber sie hat noch ein paar Geschwister, die musst du auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Rohini ist natürlich die große Liebe, ganz klar. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Skorpion. Und befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Und das ist unserem inneren Feuer, unserem Herzenswärme, unserem Begeisterung. Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Es ist nicht zerstörerisch, sondern zeigt, wie wichtig das ist, die Transformation und Loslassen, alles aus dem Weg räumen, was im Weg liegt und uns hindert. Sonne befindet sich hier in Skorpion, aber in einem anderen Mondhaus. Nicht nur Sonne, sondern auch Mars, beide, befindet sich im Mondhaus Anuradha. Anuradha bringt Glück. Die indischen Astrologen sagen, die, wo einen Einfluss haben von diesem Mondhaus, die sind mit Glück gesegnet, die reiten auf einen Elefanten. Und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Und das zeigt dir hier deine Sonne, aber auch dein Mars. Und Mars kann auch ein Mann sein, weil im weiblichen Horoskopen bedeutet auch der Partner. Also Glück in die Partnerschaft und dein Lebensweg bewegst du dich schon in diese Richtung und auch in Richtung Wohlstand. Mond hier im Stier befindet sich im Mondhaus Rohini. Im siebten Lebensbereich, wo die Partnerschaft ist, und das heißt Rohini, die große Liebe des Mondes, dieser Mann hier sucht dich, dein Seelenpartner, und du bist seine große Liebe. Merkur ist hier im Waage und befindet sich im selben Mondhaus, und Venus auch, also Merkur und Venus im Waage, im selben Mondhaus wie dein Aszendent. Und dieser Mondhaus ist Vishaka, diese Feuergöttin, die inneren Feuer, die Begeisterung und auch Herzenswärme. Das ist wie ein Tempelfeuer, zeigt auch Reinigung. Alles verbrennen, was dich stört, das Loslassen-Prozess und diese Feuer kümmern. Dieser inneren Feuer, dieser Tempelfeuer, all das, was dich begeistert oder all das, was dein Herz berührt und verspürst diese Wärme, das Bewahren und Behüten. Jupiter ist im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Uttarakshada.
nicht nur Jupiter, sondern Saturn auch im selben Mondhaus. Und das heißt höheren Vorstellungen, höheren Wünschen, höheren Ziele. Nicht mit Kleinigkeiten aufhalten, sondern du brauchst diese höheren Selbstbewusstsein, diese Wertschätzung, diese Vorstellung, hohe Ziele, hohe Ideale, Leben, das zu verwirklichen. Uranus ist hier im Löwe. Die Mondhaus heißt Mruga und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, der Stern der Könige. Und das ist der Herz der Löwen. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Und damit kannst du deine Ziele erreichen, wenn das entspricht deinem Herzenswunsch oder deine Berufung liegt in deinem Herzen. Oder das ist dir auch wichtig, die Liebe zu leben in allem. Also da hast du eine Verbindung. Oder in die Liebe Partnerschaft kannst dein Herzenswünsche leben, wenn du dich einzigartig und außergewöhnlich fühlst und das bringst nach außen, dass du dich nicht versteckst, sondern zeigst du dich auch. Du stehst im Mittelpunkt in dein Leben. Neptun ist hier im Waage. Und dieser Mondhaus heißt Swati und Swati bedeutet übersetzt, und das kommt von Sanskrit, Sva bedeutet Selbst, Ati bedeutet Seele, leb dein Selbst, leb deine Seele, verwirkliche dich. Und hier wird von Kreuz des Südens bestrahlt, diese Neptun-Energie, und das ist ein Sternbild im Himmel, und das ist im Südhalbkugel sichtbar und dort befindet sich die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Astrologisch wird dieses Sternbild bezeichnet etwas Spirituelles oder Religiöses. Pluto ist hier im Löwe. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und das heißt, etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Das braucht Zeit, bis sich das alles entwickelt. Das ist der Reifungsprozess und dann kommt die Vollendung. Also ein bisschen Geduld brauchst in dein Leben. Die Verbindungen. Sonne steht in einer Spannung zum Uranus und es kann Angst auslösen, Angst vor Veränderungen. Sonne steht mit Vater in Verbindung und es kann auch bedeuten, dass dein Vater dein Talent übersehen hat und da war zu wenig Unterstützung. Dein Gefühl, einzigartig zu sein, wurde ein bisschen unterdrückt. Kann auch in diese Richtung gehen. Mond und Neptun steht in einer Verbindung und das nennt man in Fachsprache Quinkungsaspekt. Bei Mondenergie handelt es sich um deine Gefühle und deine Mutter, weil Sonne ist ein Symbol für Vater und Mond ist ein Symbol für Mutter, also Mütterlichkeit oder dein Mutterbild. Steht in Verbindung zum Neptun. Neptun ist zwar kreativ, aber Neptun steht in Verbindung so ein bisschen zum Täuschungen oder manchmal zum Alkohol. Warum kommt das so? Weil Neptun kann man nicht greifen. Neptun ist nichts anderes als Gott des Meeres, Poseidon. Und das ist schwierig zum Erforschen. Und es löst etwas aus in unseren Gefühlen und das in unseren Träumen, unseren Visionen, unseren Vorstellungen. Und das ist grenzenlos. Wenn wir das vertrauen, dann ist natürlich traumhaft schön, das ist inspirierend. Aber wenn jemand das nicht lebt, dann fühlt sich enttäuscht. Und damit löst auch Täuschungen und Enttäuschungen aus. Und das steht in Verbindung zu deiner Mutter auch.
Und weil Neptun über die Wasser herrscht und Wasserflüssigkeit steht manchmal mit Alkohol auch in Verbindung. Ich möchte das nicht behaupten, aber ich schließe das nicht aus. Und hier diese Quinkungsverbindung bedeutet zwischen Mond und Neptun, das kannst du so vorstellen. Es ist ein Pendel da und jemand fragt dich, du sollst beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Du würdest sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht bewegt sich gar nichts, ich weiß es nicht. Und das ist diese Verbindung. Und du erlebst das als Kind, besonders bezüglich auf deine Mama. Du weißt nicht, was kommt. Vielleicht ist so, vielleicht anderes. Du kannst das nicht einschätzen. Und dadurch entsteht eine gewisse Unsicherheit. Und diese innere Unsicherheit hast du. Besonders wenn es um Planung geht oder bei Veränderungen. Das sind auch Kindheitserinnerungen, wo du das nicht einschätzt. Was kommt dann? Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und da entsteht auch eine gewisse Unsicherheit. Neptun steht mit Pluto, aber eine hervorragende Verbindung, und das ist deine Überzeugung, deine innere Kraft. Da kannst du vertrauen, auf jeden Fall. Und Sonne und Jupiter steht auch eine schöne Verbindung, und das ist deine Weisheit. Da kannst du auch dich behaupten, dein Selbst. Hier in die Mitte ist ein Bild und das zeigt die tibetische Astrologie mit vollen Symbolen. Wenn du nach außen gehst, wie ist die Energie nach außen? Da kommt ein bisschen Metallelement dazu und das ist die Konzentration und Reinigung und Klärung. Und dann kommt Erdeelement und Holzelement, eine langsame Wachstum. Und Stabilität und Sicherheit. Aber damit das zum Wachstum kommt und das alles stabil anfühlt, braucht man immer die Klärung. Alles geklärt werden und da konzentrieren und dann das Befestigen. Diese Figur hat auch eine Bedeutung, das ist ein Metallochse und zeigt künstlerische Begabung. Gute Intuition. Du hast die Kraft, einiges zu bewältigen in deinem Leben. Du übernimmst Verantwortung, bist geduldig und hast Ausdauer, bist vernünftig und treu und auch gesellig. Manchmal hast du Entscheidungsschwierigkeiten. Die Farben haben auch Bedeutung. Die untere Teil, wo du sitzt, und das ist die Basis, was dir Halt gibt, das ist Wasserelement und das zeigt deinen Gefühlen. Achte immer auf deinen Gefühlen, raus aus Angst, Schuldgefühl, Zweifel, übergehen auf die positiven Gefühle. Und dann das Kleid zeigt die Metallelement, die Konzentration und auch die Klärung und Reinigung. Und dann kommt Holzelement dazu. Und das ist ein langsames Wachstum und da das Geduld zu haben. Die Zahlen haben auch Bedeutung. Deine Glückszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement. Und das heißt, wenn du an deinen eigenen Grenzen stoßt und hast das Gefühl, jetzt geht es nicht mehr weiter, oder jemand versucht, dich klein zu halten, in die Enge treiben, dich einschränken. Genau in diesen Momenten sollst du die Feuerelement verspüren. Und das ist die Mut und Kraft nicht aufgeben, sondern weitermachen. Das bringt dir Glück. Die Fokus ist die Zahl 3 im Wasserelement. Immer die innere Ruhe, inneren Harmonie, inneren Gleichgewicht. Dann spürst deine Intuition, dann spürst deine inneren Kraft und da kann etwas Neues entstehen und kommt im Fluss.
und Vertrauen an Fluss des Lebens. Die Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement. Das sind die Erinnerungen und das muss aufgeklärt werden, bereinigen und dann geht es alles weiter, weil das befreit dich. Diese Zahlen haben auch eine Bedeutung, wenn du erlebst Höhen und Tiefen, dann bring das in Harmonie und achte auf den inneren Gleichgewicht. Liebe Nerilia, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.